Und allmählich rollen wir die Feinde auf. Ich würde so gerne noch mal gucken, ob wir es hinbekommen. Und den zweiten Feind klein machen, den blauen. Mal gucken. Später Stunde auf Twitch, in der wir aufzeichnen. Ich gucke mal, wie lange ihr und ich noch durchhalten. Mal schauen, wir zeichnen für YouTube auf. Nur mal kurz zum Hinweis. Coolie-Gutschein-Code bei Games Planet, Spiel billiger. Im Chat gepostet, bitte gerne mal angucken. Die kämpfen hier vollautomatisch. Jetzt erobern wir das Wrack. Bekommen einmal Kalanit und etwas Beute. Dafür wird es aber reichen, wenn einer hier bleibt. Wir schicken mal alle anderen schon mal rüber und greifen jetzt das hier an. Und nehmen nur einen raus. Einer muss mal kurz hier bleiben. Ich glaube, es reicht, wenn so eine kleine Fregatte hier bleibt. Dass es hier weiter runter tickert. Nee, nicht. Es muss ein dicker sein. Puh, das war riskant. Lassen wir einen dicken hier. Aber nicht den, nicht den Beschützer und Kolonisierer. Daneben, ach, die anderen sind schon alle weg. Boah, das ist... Nehmen wir den hier. Ich hoffe, das rächt sich gleich nicht. Er darf mit rüber. Ich weiß nicht, ob das klug ist. Das war Quatsch. Wir schicken alle rüber, Leute. Ich verzichte auf die Ressourcen. Das ist mir zu tricky. Alle hier rüber, bitte. Alle rüber. Ich will das hier durchziehen. Wer weiß, wie lange das dauert, bis ja irgendjemand ankommt. Übrigens der Trägerkreuzer, dass der hier ein Nickerchen, dass der sich die hier holt oder so, ich weiß es nicht. Alle bitte einmal rüberfliegen. Alle springen bitte. Maximale Flottenpunkte bei 1000 schon? Haben wir schon geschafft. Wunderbar. Noch ein Großkampfschiff? Noch ein Kollschlachtschiff? Ja. Ressourcen aufgebraucht, hat geklappt. Dann noch ein paar kleine, 5 weitere kleine. Grüße an Fabus. Erstes Abo hier, lieben Dank. Mit echt Geld bezahlt, nicht nur mit Prime. Lieben Dank. Willkommen bitte, auch aus dem Chat, mit Blumensträußen für Fabus oder Fabus, Fabus sage ich mal. Larry, auch nochmal danke an dich. Das ist der Heimatplanet hier vorne. Können wir irgendwas irgendwo ausbauen? Aktion läuft. Nee, wir haben keine Einflusspunkte. Ich gehe mal kurz alle Planeten durch, wie das mit den Orbitstrukturen aussieht. Können wir, glaube ich, die hatten wir alle schon komplett ausgebaut. Der ist komplett ausgebaut. Der ist bei 7 von 9. Hier können wir noch ein bisschen nachbauen. Dann bauen wir hier rein. Noch eine leichte Werft, damit alles schön schnell geht. Und ja, erstmal so, erstmal so. Logistik geht auch nicht weiter, das reicht erstmal. Flotte ist am Ziel. Wir greifen erstmals die Blauen an, Leute. Mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Großkampfschiffen. Und da die keine Verteidiger haben, können wir das Teil sofort runterschießen hier. Hier können wir ein Level abgeben. 200 kolonisieren brauchen wir nicht. Ah, der mobile Handelshafen für mehr Ressourcen. Ich mal lieber nochmal kolonisieren. Der gehört jetzt uns. Wir hatten kaum Verluste. Dann fliegen wir sofort weiter mit der Flotte. Und zwar jetzt. Wohin? Zum Eisplanet? Zum Asteroiden? Boah, haben die viel gemacht hier. Wir fliegen mal zum Eisplaneten rüber. Wie bewegt sich das alles hier? Ich würde zum Eisplaneten rüber. Das ist die spannendere Beute. Ja? Einmal hier rein. Sofort hier rein.
Und es kann sein, dass wir hier doch angegriffen werden. Und deshalb würde ich hier jetzt doch erstmals Verteidigungssachen auch hinbauen. Hier vorne. Das heißt, wir gehen hier in den Orbit rein. Und bauen zweimal Militär. Oder einmal Gauss. Erstmal zwei Verteidigungsplattformen. Ah, wir haben noch null bislang. Ich muss erstmal Logistik bauen, ne? Dann machen wir einmal die Zivilen schon mal. Noch eine leichte Werft. Wir müssen viel nachher nachbauen. Zwei leichte Werften und einmal Logistik. Ach nee, wir müssen Militär ausbauen. Entschuldigung, ich habe das falsch erklärt. Wir müssen das hier bauen, damit wir hier vorne Militär bauen können. Einmal Verteidigungsplattform, einmal Gauss und einmal die hier. Kommerz, Bergbau. Flotte springt gleich rüber. Boah, Leute. Den lassen wir hier liegen. Mann. Die fliegen rüber. Jetzt bin ich super gespannt. Ob wir hier wirklich... Es gibt irgendwo gleich noch eine Massenschlacht. Aber eine richtig fette, spektakuläre Massenschlacht. Wir haben auch keine Ressourcen mehr. Kann man im Augenblick Ressourcen kaufen? Nirgendwo. Und wir können nur Planeten verbessern. Und hier warten wir auf die zivile Forschung. Hey, wir haben doch mittlerweile den Eisenplaneten. Der müsste da eigentlich automatisch kolonisiert worden sein. Lief das gerade automatisch? Denken wir bitte kurz nach. Den hatten wir erobert. Hier. Das ist der neue Eisenplanet. Den haben wir nur noch nicht bebaut, ne? Das ist der komplett neue. Den hatten wir eben kolonisiert. Das war die Startwelt der einen Fraktion. Den können wir ab jetzt komplett bebauen. Planetengegenstände. Lassen wir erstmal weg. Wir bauen Ressourcen. Damit wir auch schön schnell weiterbauen können. Einmal Kommerz, nochmal Kommerz, Bergbau. Bergbau ausbauen und dann weitermachen. Orbitstrukturen gibt es noch keine. Gibt es zwei? Einmal Metalle, zweimal Metalle. Ist die Flotte. Nein, der Riesenkampf! Wer ist wie stark? Mal gucken, ob wir das von oben besser erkennen können. Die haben 216 und wir haben 466. Leute, das ist der Bosskampf. Wenn wir die Flotte gekillt haben, dann kriegen wir den Rest auch noch. Und jetzt müssen wir uns gut überlegen, wen wir in welcher Reihenfolge angreifen. Wir müssen uns verdammt gut überlegen und schon mal, wenn jede Menge Schiffe verlieren, ein paar nachbauen schon mal. Großkampfschiffe können wir im Augenblick keine bauen. Der holt uns noch ein Reparaturschiff schon mal. Ich befürchte, wir brauchen eines. Wir bauen uns noch einen Trägerkreuzer. Und noch jede Menge von den Kleinen, die wir immer gleich im Dutzend verlieren. Die Koloniefregatte brauchen wir. Wir brauchen Belagerungsfregatten eigentlich, damit es schneller geht. Aber wir haben so viele Großkampfschiffe. So bauen wir es einmal. Und jetzt gucken wir mal, wie wir die Gegner angreifen. Was haben wir denn hier alles? Wir haben die Verwüster. Das sind, glaube ich, keine Großkampfschiffe, aber eine Stufe drunter. Plänkler, die haben viele kleine. Haben die gar keine Großkampfschiffe? Die haben Antimaterie. Die haben auch. In welcher Reihenfolge sind die gefährlich? Oder sollen wir erstmal die kleinen ausschalten? Die Bomber sind schwer zu erwischen, die Monteure sind egal. Das sind Defensivstationen. Oh, Leute. Wisst ihr was, wir machen den Kampf erstmal automatisch und beobachten mal, wie die alle fliegen her. Die suchen sich Plänkler um die Ecke.
Wir scheinen die Feinde zu überraschen. Was macht die Fregatte denn hier? Völliger Schwachsinn. Die fliegt nur in den schnellen Tod rein. Die versuchen abzuhauen. Die machen das clever. Das wird so nicht klappen. Wir müssen auf die Dicken... Wir greifen die Dicken an. Wir greifen als erstes an... Die ist schon ein bisschen runter. Die beiden Verwüster hier. Damit fangen wir an. Der Kampf aller Kämpfe, ganz genau. In der Zwischenzeit bauen wir nach und bauen nach und bauen nach. Wir können Untersuchungen durchführen auf dem Eisenplaneten und weitere strategische Ressourcen bekommen. Wir haben einen weiteren Planet gerade bekommen. Das war der hier. Nee, das war... Moment, welcher war's? Es war... Beide. Hier können wir Untersuchungen durchführen. Was sammeln wir hier? Granit. Nochmal Kalanit. Tauranit und Indurium. Jetzt fehlen Metalle. Wir müssen mal kurz Metalle einkaufen. Kristalle haben wir wie bekloppt. Einmal einkaufen. Die sind super billig im Augenblick. Kaufen gleich nochmal ein, weil die gerade so billig waren. Und raus damit. Und jetzt können wir hier einmal... Jetzt fehlt die Kristalle hier. Die muss ich gleich nachmachen. Machen wir gleich. Ich war zu gierig gerade. WB, der Superhändler. Erstmal den... Der Kampf aller Kämpfe, Leute. Und jetzt sollten wir auch die ersten Waffen einsetzen. Lass uns mal gut überlegen, wie wir das machen. Wen greifen wir an? Wir greifen den hier an. Dann versuchen wir die mal mit ein paar dicken Waffen zu erwischen. Und zwar der hier vorne. Oh, der kann sich schon verbessern. Der kann die inspirierende Übertragung sich holen. Kann damit alle um sich herum verbessern. Das sind nicht sehr viele. Waffennachladungszeit verringert. Ja, kann man machen. Für 60 Sekunden, das ist viel. Wir fliegen aber erstmal ein bisschen dichter an den Feind ran. Mit dem hier vorne machen wir einmal die experimentelle Strahlenwaffe. Auf den hier. Dann machen wir mit dem hier vorne. Erlittenen Schaden reduzieren. Ja, wir müssen uns anfangen zu schützen gleich. Ich fange jetzt, wir sind so weit von der Heimat weg, ich fange mal an defensiv zu denken, hier vorne auch. Die Strahlenwaffe, die hätte ich auch gerne auf den hier eingesetzt. Der versucht wirklich abzuhauen hier. Mit ihm hier vorne. Der macht die inspirierende Übertragung auf alle. Das Salvenfeuer und auch Muster, dass ich dem Feind in die Reichweite reinkomme. Ab jetzt. Die springen weg! Nein, die hauen ab! Nein, was für eine feige Bande! Wir haben die in die Flucht geschlagen! Oh Gott, das heißt, dass sie wahrscheinlich irgendwo noch eine Riesenflotte haben und glauben, dass es dadurch besser wird. Oh, oh. Es müssen die erstmal alle versuchen, hier zu erwischen. Das heißt, wir müssen die erstmal die Verteidiger wegkriegen, die... Phasenraketenplattform. Und der Kolonisator, den haben wir gar nicht dabei. Wir müssen die Verteidiger wegbomben und dann können wir schon den Planeten uns hier holen. Ja, die hauen echt ab. Den schießen wir als erstes runter. Ist das überhaupt eine Verteidigungsstation? Ich glaube ja, ne? Die feuern hier. Schaut mal hier.
Die sind relevant. Die können feuern. Jetzt den hier. Können auch einen Rechtsklick auf beide machen. Genau, erstmal hier aufräumen und so weiter. Wir haben neue Ressourcen, die sollten immer noch nicht für ein Schiff reichen. Oder wir könnten einen weiteren Schlachtkreuzer uns holen. Ich hätte lieber... Lass noch einen Moment. Den können wir uns auch holen, ne? Den Schlachtkreuzer, mal eine kleine Auswahl machen. So, und jetzt wird kolonisiert hier. Jetzt können wir weitere Schiffe nachbauen. Von den kleinen. ...1500 ist das Limit. Noch ein Trägerkreuzer. Okay. Und jetzt würde ich gerne in die Militärforschung gehen. Zivile Forschung würde ich jetzt gar nicht mehr machen. Dinge, die uns besser machen. Mehr Eliminierungserfahrung. Die Gegenstände würde ich... würde den Punkte verbessern. Antimaterie verbessern. Maximale Schildpunkte für Fiene. Ja. Panzerungsstärke. Und dann würde ich, weil wir mittlerweile so viele Ressourcen haben, sogar am liebsten Gebäude bauen auf den Planeten, die wir haben, die einfach nur die Forschungsdauer verkürzen. Weil wir haben so mittlerweile so viele Ressourcen. Das heißt, wir bauen zum Beispiel hier auf den Planeten, kann man so Forschungsrate verbessern. Da bauen wir ein und zwei Gebäude. Und die bauen wir jetzt auf jedem der Planeten. Und da haben wir unsere Ressourcen für raus. Ja, jetzt sind wir komplett alle oben. Wir gehen komplett in Forschung rein. Und da unten sind wir. Gehört er uns schon? Wir haben ihn erobert. Sehr schön. Viele Schiffe kommen rüber. Wir haben jetzt, was ist das nächste Ziel? Schwer zu sagen, ne? Das sind unsere Nachbarn. Also das sind unsere Verbündeten. Die kämpfen mit uns. Die könnten wir denen hier überlassen. Wir wissen nicht, wo die Flotte ist. Wir bauen hier Verteidigung auf. Und fliegen darüber, wo wir die meisten Feinde vermuten. Hierhin. Okay? Da sind die auch eben hingesprungen. Das heißt, wir bauen mit allem, was wir haben, geht es einmal hier vorne hin. In der Zwischenzeit schaue ich mal. Und hier vorne bauen wir Verteidigung auf. Gibt es einen Verteidigungsgegenstand, den wir bauen können? Ja, aber erst auf höchster Stufe. Orbitstrukturen. Militärisch Null. Wir bauen einmal Verteidigung auf der Oberfläche. Dann bauen wir hier eine Autokanonenverteidigungsplattform. Das reicht erstmal. Mehr geht ja gar nicht. Müssen wir irgendwelche Schiffe reparieren? Alles nicht nötig. Noch mehr Schiffe bauen? Noch mehr bauen. Geld fehlt. Müssen wir einen Moment abwarten. Ich habe alles rausgehauen gerade. Auch für Forschung, die erst später kommen. Aber jetzt fliegen wir erstmal rüber. Und da geht's rauf. Lord Adamus. Na, vielen Dank fürs 11. Abo an dich. Danke. Danjung, danke fürs 5. Alle gemeinsam rüber mit einer dicken Flotte und wie gesagt hier den Nachbarn überlassen und da geht's hin und hoffen, dass es reicht. Hier fliegen laufend noch Leute rüber. Produziert wird, glaube ich, hier vorne für uns. Das sollte reichen.
Das sind die Verbindungsbahnen. Wir fliegen ins Kerngebiet vor. Hier können wir allmählich weiter ausbauen. Bauen ja noch einen Verteidiger ein. Das könnte schon reichen. Einmal so. Und an Zivilen. Hier vor Ort leichte Werften für den Nachbau. Wir gehen ganz, ganz auf Nummer sicher. Einmal, zweimal. Noch mehr Ressourcen bitte. Credits gehen potenziell als erste aus. Flotte kommt gleich hier oben an. Versorgungspunkte immer noch nicht ausgeschöpft. Wir könnten doppelt so viele haben. Schaut mal oben. Da kommen wir an. Und? Oh ja, ja. Ja, ja, ja. Hier sind schon mehr Verteidiger. Das sind Plänkler, die auf uns gewartet haben. Und die sind nicht alle zeitgleich angekommen. Obwohl ich auf Formation, Information bewegen geklickt habe. Das ist schade. Jetzt werden ein paar hier vorne... Ja, die sind wahrscheinlich gemeinsam abgeflogen, aber die sind halt eher da. Die werden hier systematisch zerschossen, die Ärmsten. Können wir gleich mal wieder nachbauen. Jetzt kommen wir aber rein. Volle Pulle. Und? Wen greifen wir an? Erstmal die Kleinen hier vorne. Ja, die sind genau zwischen uns. Das ist okay. Die sind nicht so gefährlich, aber wir haben kurze Wege. Alles gut. Wir arbeiten schon mal mit Salvenfeuer. Weil dann sind alle flinker unterwegs. Können wir das Salvenfeuer einmal einstellen. Hier ist Autocast. Die Neuen haben Autocast. Das ist mir jetzt auch egal. Komm. Wir können eine Belagerungsplattform hier stationieren. Wir lassen die mal automatisch kämpfen. Wir sollten das ja eigentlich schaffen hier. Mal wieder nachbauen, bitte. Ein Trägerkreuzer nachbauen. Haben die überhaupt Großkampfschiffe hier? Die haben irgendwo hinten noch ein paar Verwüster, ne? Ne, die sind hier vorne sogar. Mache ich das doch einmal manuell. Einer ist gerade explodiert. Da ist ein Verwüster. Okay. Immer einmal einen von unseren, nämlich den hier. Und wir machen einmal experimentelle Strahlwaffe hier drauf. Und bei dem bitte ebenfalls. Einmal hier drauf. Einmal ein Level-Up vom Salvenfeuer. Weil die bewegen sich so viel. Also ich könnte auch durchlaufen lassen, aber dann sind die irgendwo anders und ich klicke ins Leere. Sehr schön. Und bitte weiter nachbauen. Ich schaue mal, dass ich um die Ecke eine leichte... Ist ja hier vorne ein paar... Hatte ich ja leichte Werften stationiert? Im All? Zwei leichte Werften. Hatte ich schon gemacht. Perfekt. Wir bauen die Logistik unten weiter aus. Und bauen ja sogar noch eine schwere Werft hin. Na, ne? Und noch eine schwere Werft? Geht nicht. Die kostet zwei Punkte und dann noch eine leichte. Dann können wir hier in irrem Tempo bauen. Liebe Grüße an... Entschuldigung, ich bin gerade mitten im Kampf drin. Seid mir nicht böse. Ja, jetzt greifen wir hier vorne an. Wir können ein paar Level-Ups durchführen. Das Alphenfeuer hilft immer. Tank-Lord schreibt. Danke für die sehr lieben Worte und schön, dass du gekauft hast über unseren Code. Du hast gespart und hast jetzt viel Freude am Spiel. Danke für die sehr freundlichen Worte an dich.
Das erste Mal, dass du hier gechattet hast. Kampf wird hier oben durchgeführt. Wunderbar. Haben wir alle verbessert? Nee, noch nicht. Ist wäre eine Übertragung. Wisst ihr was? Ich mache bei allen jetzt doch den Autocast an. Weil wir haben mittlerweile so viel, da verliert man sonst den Überblick einfach. Das sieht schon cool aus jetzt, oder? Episches Finale hier. Begrüßt mal ganz freundlich die Leute, die von Maurice gerade rübergekommen sind. Wunderschönen Abend, ihr seid beim Finale. Also beim Finale, wir spielen hier Sins of the Solar Empire 2. Das ist eine Mischung von Echtzeit-Taktik, aber sehr viel 4X-Strategie. Gestern im Release, ich kenne das Spiel ein bisschen, habe gestern ein Tutorial-Video, ein Crash-Kurs-Video auf YouTube dazu veröffentlicht. Und freue mich, das hier zu zeigen. Die Partie ist so relativ am Ende. Wir nehmen gerade die Gegner noch ein und es sieht doch alles sehr episch aus. Das ist jetzt auch mit Interface. Die begrüßen euch alle. Maurice sehe ich auch. Shoutout, danke. Sie treffe ich auch auf der Gamescom. Ich glaube, wir sind gemeinsam auf der Bühne zu Civilization 7 am Mittwoch der Gamescom ab 13 Uhr, wenn ich das richtig im Kopf habe. Freue ich mich sehr drauf. Maurice habe ich länger nicht mehr gesehen, glaube ich. Ich glaube, sogar ein paar Jahre nicht mehr. Immer nur gemeinsam hier irgendwo getroffen oder getalkt oder so, aber sehr lange nicht mehr in Natura gesehen. Der Henker weiß warum. Bauen noch ein paar weitere Schiffchen nach. Wir können mittlerweile auch wieder noch ein dickes Großkampfschiff hier bauen. Können wir uns holen, dafür haben wir die Ressourcen. Sehr schön. Noch ein dickes Schiffchen hier. Klasse. Können noch ein dickes Schiffchen bauen. Ich fasse es gar nicht. Hier oben, das ist das Versorgungslimit. Von denen bauen wir auch noch ein paar. Jetzt sind die Ressourcen alle. Im Augenblick lassen wir das als Autokampf durchlaufen. Wir haben viel so klein klein gemacht mit Micromanagement im Kampf, als es nur auf jede Ressource angekommen hätte. Aber mittlerweile, den wollen wir auch noch einnehmen hier. Also ich hoffe sehr, dass ich mit Maurice nicht auf der Bühne stehen muss, Fischfasch. Ich hoffe, wir können dort sitzen. Das ist ein Stream zu Civ 7 am Mittwoch der Gamescom von 13 bis 14:30 Uhr bei der GameStar. Und da geht es um Civ 7 halt und mit dabei sind, glaube ich, der Nils von Rocket Beans und ich. Von den Pete's Meets, der Sepp ist, glaube ich, dabei von Rocket Beans. Ich glaube, Mr. Murp ist mit dabei. Dann ist der Micha Graf mit dabei. Haselnuss kommt auch noch rüber. Unfassbar hier. Viele, viele Leute. Ich glaube, ich bin mit Nils gemeinsam in meinem Anspieltermin zu Civ 7 unmittelbar vor dem Stream. Da sitzen wir eventuell sogar Seite an Seite und werden Civ 7 schon mal spielen. Und Civ 7 ist nächste Woche halt ein Riesenthema bei mir. Mit ganz vielen Streams und Videos und vielen anderen mehr. Hallo Haselnuss-Leute, nochmal ein Shoutout. Sehen wir uns auf der Gamescom? Ich befürchte nicht, ne? Der wird jetzt von uns beschossen und runtergebombt. Hier sind Wrackteile, hier könnten wir noch mehr Ressourcen einsammeln. Ich nehme mal den, sagen wir hier, den Planeten einnehmen und einen von denen, dickeren. Oh, die haben noch ein Schiffchen, das sie kaputt machen müssen hier. Der haut ab hier. Ach, da bist du. Freitag. Oh nein, du machst mich fertig. Ich bin Mittwoch und Donnerstag da. Und du Freitag. Du weißt, wie ich das finde. Unfassbar. Im Ernst? Wirklich? Donnerstagabend eventuell, Branchenparty auch nicht, ne? Krass. Nein. Sachen gibt's hier. Mieses Timing. So, auf jeden Fall kriegen wir die alle hier noch klein.
Und der hier wird runtergebombt. Den gibt es nicht mehr bald. Der ist auch verloren. Hier sind Wrackteile. Die will ich gleich noch einsammeln. Wir schicken mal einen mal weg. Der kann das machen. Den schicken wir einmal hier vorne hin. Dann sammeln wir exotische Ressourcen ein und damit kann man dickere, größere Schiffe kaufen. Gucken, ob es gerade eventuell auf dem Markt einzelne Ressourcen gibt. Verkaufen mal, weil wir genug Geld haben. Zwei von denen ein. Hoppla, wo sind die denn? Die sollten eigentlich... Sieg! Wir haben alle Heimatplaneten unserer Feinde vernichtet. Der Sieg ist unser. Wir haben es geschafft. Since of a Solar Empire 2, das erste Mal, dass ich die Partie komplett durchgezockt habe. Das ist unser Kundigutscheincode bei Games Planet. Bitte nochmal auf Twitch im Link, auf Twitch im Chat posten den Link und den Code. Auf YouTube darunter in der Textbeschreibung. Darüber kann man das Spiel billiger bekommen aus einer Quelle, die nicht grauer Markt ist. Ich verdiene ein bisschen mit auf Kosten des Shops und die Entwickler. Ihr bekommt ein cooles Spiel ein bisschen billiger. Also ich kann mir gut vorstellen, das Spiel weiterhin im Programm zu haben, aber ich sage nochmal, auf YouTube werden jetzt jede Menge Links angezeigt, auf den Patreon Crowdfunding Seite, Twitch Abo, auf die Abo Seite auf YouTube. Falls, schreibt doch mal gerne in die Kommentare rein auf YouTube, was ihr haltet ihr von dem Spiel. Macht euch das an oder sagt ihr, nee, geht mir eigentlich am Popo vorbei. Es ist mir eigentlich, ist nicht mein Spiel. Schreibt mal gerne rein. Falls euch das Video gefällt, ein Like hilft immens und